Nun, ich bin schon wieder auf der Heimreise, aber wie man sieht, Kurven gibt es trotzdem noch. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Ecke Graubünden verlassen und nehme jetzt ja, auf dem Weg nach Hause natürlich das Appenzell noch mit. Das ist so ganz grob, ja, so fit bin ich in den Schweizer Kantonen jetzt auch nicht. Aber so grob ist das die Region rund um den Sentis, der hier so rechts von mir liegt. Da gibt es übrigens auch zwei ganz nette Tourenvideos. Ich glaube, Tour zum Sentis heißt das sogar, wo ich ohne Übernachtung, sondern in Form einer Tagestour einfach mal zum Sentis fahre und wieder zurück. Wirklich sehr nett. Ah, ich glaube, da gibt es sogar, nee, da gibt es sogar zwei Touren, hatte ich da mal gemacht. Ein zweiteiliges Video, Tour zum Sentis. Und ein einteiliges Video, ich glaube, das nennt sich irgendwas mit Appenzell oder St. Gallen oder sowas. Da hat es auf jeden Fall sogar noch Schnee gehabt und so. Also das war richtig. Richtig nett, muss ich wirklich sagen. Ja. Naja, und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, fahre ich doch heute auch noch mal da lang. Nicht genau dieselbe Strecke, aber so dieselbe Region. Oh, Doppeldecker-Postbus. Das ist die Konstante an dieser Tour, der Postbus. Der ist wirklich überall. Ah, hier rechts. Das sieht doch alles schon sehr vielversprechend aus. Sehr schön. Vielleicht biege ich die Straße auch rechts ab und ich denke, dass wir da so in die Richtung dann auch fahren werden. Insgesamt, ja, war die Tour jetzt natürlich relativ kurz. Nur zwei Übernachtungen, sprich nur einen Tag in der Region dann so ein bisschen rumfahren. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, haben wir aber doch einiges erlebt. Auf der Hinfahrt schön den Arlberg mitgenommen und den Pflicht-Zwischenstopp von Tenere und Tours, der wirklich sehr nett war. Am zweiten Tag, was haben wir da denn gehabt? Ach, dieser eine, da in Vals waren wir, dann die Rheinschlucht, Bernardino Pass. Diese Offroad-Passage. Ah, das war schon alles sehr nett. Ach, und guck mal hier links. Sind auch ein paar Berge zu sehen. Ja, ist doch alles sehr schön hier, muss man einfach sagen. Ne? Wo ich hier gerade die ganzen Rittviecher sehe. Das ist mir die letzten Male auch schon aufgefallen, als ich in dieser Region unterwegs war. Nämlich, dass unglaublich viele Nutztiere draußen sind und ganz normal so auf der Weide rumstehen. Also zumindest in Baden-Württemberg würde ich sagen, ist das eher die Ausnahme. Und wenn man da so auf der Weide sieht, dann ja, das fällt halt richtig auf, ne? Weil das so ungewöhnlich ist. Während hier ist wirklich, da oben sind welche, hier rechts sind auch schon wieder welche. Und das ist ja die ganze Zeit schon, wo ich hier rumfahre, sieht man das immer. Ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Weil im Grunde sollte das ja nichts Besonderes sein, dass die Tiere draußen sind, sondern der Normalfall. Huch, da ist ja ein Blitzer. Dann wollen wir mal lieber ein bisschen vorsichtig fahren. Hier liegen auch schon wieder welche. Da vorne steht eh eine rum. Hier sind wieder welche. Da wieder welche. Das ist wirklich in einer Tour durch, ne?
Ah, toll, da vorne. Das ganze Felsmassiv wieder vor uns. Das ist leider wie beim letzten Mal, als ich hier war, wieder so, dass die Sonne im Rücken ist. Ne? Es liegt halt immer alles so auf der Schattenseite. Ich muss irgendwie mal hier hinfahren, wenn abends ist und nicht, wenn vormittags ist. Schade, ja. Ja. Aber abgesehen davon, dass die Sonne immer gerade falsch steht, hat die Schweiz natürlich noch einen anderen, ganz eklatanten Nachteil. Zumindest wenn man als Tourist hier unterwegs ist. Es ist halt alles wahnsinnig teuer. Also Hotel und insbesondere die Nahrungsaufnahme. Eieieiei. Das ist echt kein günstiges Vergnügen, ja, das muss man schon sagen. Und naja, da kommen ja noch Kosten für Benzin und Verschleiß und so. Insbesondere Reifenverschleiß natürlich hier bei den ganzen Kurvenräubereien. Ja. Kommt auch noch dazu. Aber jobei, ja, so ist es halt. Ne? Ich meine, ich habe das Motorrad ja, damit ich da auch ein bisschen in der Gegend rumfahren kann. Wenn das Motorrad natürlich immer nur in der Garage stehen würde und ich nichts anderes machen würde, als den Eimer zu putzen, dann wäre das Ganze doch signifikant günstiger. Aber ja, mit Putzen habe ich es ja nicht so. Außerdem sieht die Kiste jetzt sowieso eh aus wie Sau. Das ist kein Wunder, weil es ist ja immer so ein bisschen Straßen noch feucht und so. Und ich hatte ja diese Offroad-Einlage. was den Eimer dann auch halbwegs dreckig gemacht hat. Ja, es ist Sonntag, ne? Es staut sich schon wieder so ein bisschen hier. Ja, sind halt lauter Touristen unterwegs, die hier zum Sentis wollen. Ja, da haben wir es auch schon. Kommt gerade die Gondel runter, oben vom Berg. Die auch sensationell teuer ist. Ja. Brauche ich auch nicht erwähnen. Aber das hatte ich ja alles beim letzten Mal schon erzählt, als ich hier in der Region unterwegs war. Hatte ich schon Werbung gemacht für meine anderen Alpenvideos? Ja, ich glaube, ich hatte schon. Hatte ich schon gemacht, ja. Ja, die lange Alpentour, wie gesagt, da kommen auch noch Videos. Mal schauen, wie viele Videos es von diesem Wochenend-Kurztrip hier gibt. Ich meine, das haben diese Alpentouren alle so gemeinsam. Ne? Das ist nicht so, dass man morgens vom Hotel losfährt und sagt, da gibt es dieses eine Ziel, da ist es landschaftlich besonders interessant oder dergleichen. Und dann fährt man dahin, ist am Ziel, er freut sich und fährt wieder zurück. Sondern das ist quasi permanent, während man fährt, kommt ein Highlight nach dem anderen. Ja? Und sei es nur landschaftlich oder, ja, wie in meinem Fall, toller Stausee oder sowas. Ne? Und dadurch ist die Erlebnisdichte in den Alpen einfach wahnsinnig hoch. Ne? Ja, entsprechend lang werden dann auch immer die Videos. Und ja, mal gucken, wie viele Teile dieses verlängerte Wochenende hier ergibt. Aber bei all dem, was ich hier auf diesem Kurztrip schon erlebt habe, kann man sich vorstellen, wie viel da auf der großen Alpentour im Juni dieses Jahres zusammengekommen ist. Da war ich ja immerhin. Wie lange war ich unterwegs? Ah, ich glaube etwas länger als eine Woche, meine ich. Also das, ja, da hat schon einiges zusammenzuschneiden. Ach, und hier die Straße so schön runter. Schaut mal. Das nehmen wir hier aber gerade noch mit.
ins Navi habe ich Romans Horn einprogrammiert. Das sind jetzt noch 50 Kilometer, eine Stunde 14 Minuten. Romans Horn sagt euch vielleicht nichts, das liegt am Südufer des Bodensees, relativ ja, in der Mitte, sag ich mal. Und von da aus geht eine Fähre über den Bodensee nach Friedrichshafen ans Nordufer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, zum krönenden Abschluss der Tour nehme ich doch auch noch mal die Fähre über den Bodensee mit. Also, sofern das Schiff nicht untergeht oder irgendetwas ganz Dramatisches passiert, werde ich das aber nicht mehr zeigen. Denn auch das konnte man in einem meiner vorherigen Videos bereits sehen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Mir hat die Tour sehr gut gefallen. Ich wiederhole meine Werbung für die Alpenregion und insbesondere dort auch mal Nebenstraßen zu fahren. Würde mich freuen, wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und das als anders lebt. Vielleicht auch selbst mal eine Tour in die Alpen zu unternehmen. Vielen Dank und bis die Tage mal wieder. Tschüss!